Hallihallo, hallo, Leute, hier ist der Exhumel wieder mit einer neuen Folge Santa Primal. Ja, meiner Wenigkeit, der Exhumet. Und ihr seht schon, ich bin hier noch beim Vulkan. Wir machen direkt hier weiter am Anschluss. Letzte Folge hier noch zwei Gequetzer, sie tötet. Direkt am Vulkan. Und noch ein paar kleine Velociraptoren. Kein T-Rex bis jetzt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Momentan wird es Nacht im Spiel. 18.38 Uhr ist es gerade. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen dunkler werden. Und ich laufe jetzt hier so ein bisschen um den Vulkan rum. Ich guck mal einfach, wie viele Quetzer hier so rumflattern. Bis jetzt habe ich hier noch nicht so viel Glück gehabt. Wir waren bis jetzt ja nur zwei, wie gesagt. Normalerweise sind ja hier doch ein bisschen mehr am Vulkan. Ja, mal kurz mal ein bisschen sprinten, damit es nicht so lange dauert hier mit der Kiste. Oh, ist noch richtig Weg? Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ziemlich steil hier am Berg. Beziehungsweise am Vulkan. So, da haben wir sie. Und was haben wir drin? Wir haben vier normale kleine mittlere Heiltränke. Ist schon mal nicht schlecht. Wie war ich jetzt überhaupt? 13. Okay. Und nochmal vier Schuss für die 308. Da haben wir jetzt ein paar mehr. 186. So langsam sammelt sich die Munition an. Aber irgendwie ist hier gar nichts weiter. Ich denke mal, ich gehe doch mal runter Richtung Sumpfgebiet. Mal ein paar Dinos suchen. Weil irgendwie ist hier gerade so ein bisschen tote Hose am Berg. Ja. Laufen wir so Richtung Sonnenuntergang. Und da haben wir schon Uta. Irgendwas ist ja immer irgendwo. Ne? Man rennt rum und dann denkt man, oh, da ist nichts. Und dann meldet sich schon der Erste wieder. Noch nichts zu sehen. Aber der ist irgendwo da im Wald drin. Ne? Ist ein bisschen dicht. Ich gehe mal hier unten auf eine Lichtung. Falls der aus dem Wald kommt, dann sehe ich ihn besser. Denn hier ist nämlich auch die Ecke, wo es im Spiel ein bisschen ja, so FPS-Einbußen gibt. Warum immer irgendwas ist hier in dem Spiel in der Ecke hier, dass die FPS so ein bisschen am Fallen sind. Okay, hier sind also mehrere Routers. Könnte ein bisschen tricky werden, mal sehen. Da ist schon einer. Hinterm Stein, da kommt er. Okay, das war Nummer 1, da hinten ist noch einer. Ich glaube, das sind noch 3 oder 4. Muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Weil wenn alle auf einmal kommen, ist das ganz schlecht. So, da ist noch einer. Schade, wie läuft der wieder weiter? Ich wollte gerade mich schießen. Jetzt läuft er wieder zurück. Kurz mal aufstehen, mal gucken.
irgendwas zu sehen ist hier? Nee. Halt mal ein paar Meter weiterlaufen. Dass ich hier ein bisschen den Hang in Sicht habe. Okay, da hinten läuft ein Uta rum. Ist also ein paar Meter weit weg. Aber direkt vor uns scheint nichts zu sein. So klein ist er aber auch nicht. 645. Ah, die Utas haben sich irgendwie ein bisschen entfernt von mir. Dachte eigentlich, die kommen auf mich zu. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, ich meine, manchmal drehen sie auch halt ein bisschen in eine Richtung. So, irgendwo da war doch einer. Gerade nicht so sehen irgendwie. Auf jeden Fall sind die Spuren und die Kackhaufen. Ja, die laufen irgendwo im Wald lang. Da werde ich wohl doch in den Wald reinlaufen müssen. Okay, jetzt haben sie mich gehört wohl. Oh, das hört sich aber echt nach einer großen Gruppe an. Na, sag mal, stirbst du mal? Na, schade, der eine, der haut wahrscheinlich ab. Sehr komisch, dass ich den gar nicht getroffen habe irgendwie. Oder zumindest nicht tödlich. Ich werde mal direkt die Spur aufnehmen, falls ich den nochmal irgendwie suchen will gleich. Ja, 20 bis 36% Leben hat er noch. Das gibt's doch nicht. Warum treffe ich den nicht? Irgendwie wollen die sterben. Ist ja ein Ding. Okay, den habe ich. Sehr seltsam. Ihr habt es ja bestimmt gerade selber gesehen. Blue Säule. Also zwei sind flüchtend. Drei Tote. Juiuiuiui. Ein bisschen aufregend hier. Ja, wenn man das halt hier übertreibt, jetzt, oder wenn ich das halt wirklich komplett reingegangen wäre in die Gruppe, hätte ich echt ein Problem gehabt, denn ihr habt es ja gesehen, die Lebensenergie ging ratzfatz von hier und ich habe die einfach nicht killen können. Warum auch immer. Einer da lang und der andere da lang. Hat irgendwie nicht geklappt. Ja. Okay. Aber die zu finden, also das ist schwierig. Ich werde einfach mal Richtung Basis laufen. Mal gucken, vielleicht ist da doch noch einer.
Ich denke mal, der erste, der war auch der Anführer gewesen. Der war ein bisschen größer, nämlich. Der Uteraptor. Aber wenn die halt unter 20% oder so sind, dann flüchten die halt und da kommt man halt auch nicht mehr hinterher. Hätte ich vielleicht noch Sniper-Räfe schnell auspacken können, aber ob man da noch trifft auf die Entfernung ist, dann hat man nicht mehr viele Chancen, nochmal zu treffen. Nur zweimal und maximal und dann ist er außer Reichweite nämlich. So, gucken wir mal kurz hier aufs PDA. Wir sind, okay, da ist das alte Lager. Genau, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann kann ich ja mal kurz in die Kisten gucken, was da noch drin ist am Lager. Ein bisschen, ja, Kaliber 700er Muni für die Doppelschrotflinte, sag ich schon. Für die Doppellaufflinte. Wäre nicht verkehrt. Da ich mit der letzten Folge immer geschossen habe, zum großen Teil, habe ich natürlich da ein bisschen Munition verloren. Und dann immer auch wegen den T-Rexen, ne, die brauchen wir immer mal ein bisschen mehr. Die leisten immer so herben Widerstand. Ja, nicht immer fallen die direkt um. Okay, da ist nochmal ein Uta. Gucken, ob es der ist, der geflüchtet ist oder ob es ein neuer ist. Okay, ich habe glaube ich den gesehen, der Uta, der ist irgendwo da hinten. Da ist noch ein Triceratops. So, da ist der Uta. Also flüchten ist er zumindest nicht, scheint nicht so zu sein. Vielleicht kann ich den ja noch erlegen, mal gucken. 560 bis 600. Und da ist ein Triceratops. 9000 bis 9600, so, okay. Oh, ist noch einer. Neun, fünf bis 10. Hm. Müssen wir nochmal durch das Minenfeld hier, die ganzen Giftsträucher durch. Ah, okay, sind zwei. Und ich habe ruhig ein Tier gehört. Ja. Gut, dann machen wir mal sicherheitshalber, ne? Legen wir mal direkt hier ein Drop-Pod-Signal hin. So, und Heilspray. Mal die dicken nehmen. Sterben. Verdammt. Da haut der doch einfach ab. Das ist schon wieder der dritte, der abhaut. Mal gucken, wie viel Lebensenergie der noch hat. 21 bis 37. Hm. Naja. Hey, schade, der wird wohl auch abhauen. So, der Rex, der kommt glaube ich auch. Ah,
Der hat sich hingeschlichen. Mein Gott, was? Warum wollen die nicht sterben? Krass, Mann. Sehr seltsam. So, 20 Schuss habe ich nur noch. Ist nicht mehr so viel. So, jetzt gucke ich mal kurz, wo habe ich das Ding hingesetzt? Okay, da. Wäre natürlich uncool, wenn man an der gleichen Stelle stirbt, wo, ne? Wo man das Ding hingesetzt hat. So. 11. Okay. Das ist 10 Tonner gewesen. Gar nicht so klein. So, der Rex scheint irgendwo da oben im Wald zu sein. Er kommt langsam auf mich zu. Irgendwo da vorne ist er. Ich habe doch ein bisschen woanders, wo ich dachte. Die 3D-Ortung ist hier ein bisschen kompliziert im Spiel hier. So, wie groß bist du denn, Segman? Okay, ist ein ziemlich kleiner. Er läuft hier in Richtung Basis, da wo ich eigentlich auch hin wollte. Da sehe ich ihn jetzt. Ziemlich schwierig gerade im Dunkeln. Könnte man den ja eigentlich auf der Basis erledigen, wäre ein bisschen einfacher, aber leider steht er zwischen uns. Zwischen mir und der Basis. Er läuft aber genau drüber offensichtlich. Ich folge den einfach mal, mal gucken, was er macht. Fernglas raus, dann können wir es ein bisschen besser beobachten. Gucken, welche Richtung der einschlägt. Ihr seht's ja. 44 Meter ist also nicht so weit weg von mir. Aber noch hat er mich nicht entdeckt. Er läuft ganz schön kunterbunt durch die Gegend hier. Man kann nicht genau sagen, in welche Richtung er läuft, weil er läuft halt immer so in einer Schleife. Dann dreht man mal. Also fast an mir dran, ne? Setzen wir einfach mal 2 Schuss. So, aufstehen. Okay, da war es schon vorbei. Yippie-yay. Das Ding ja fix, Mensch, Leute. Nicht schlecht, ja.
Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, ich habe den so an der Seite, als er so seitlich stand, direkt ins Herz geschossen. Einmal. Von der. Ja. Könnte sein. Zwei Treffer. Nicht schlecht, Mensch. Haltungszustand 100% und das mit einer 700er. 2060,3 als Score. Nicht schlecht. So, dann werden wir die mal hinstellen. Unsere Trophäe hier. Oh, mach dich mal ein bisschen schick hier. Nicht so ein. Der ist wie so ein kleiner nasser Sack. Der fällt immer wieder an sich zusammen. So. Das ist schon besser. Gucken wir vor die Kamera. Wie, das ist halt leider, die Kamera hängt immer so am Boden. Das macht es wahnsinnig schwierig, irgendwie so vernünftig Foto zu machen. Ja, so vom Winkel her könnte es klappen. Mal gucken, ob wir das. So, das Vorschaubild vielleicht nehmen können. Jawohl. So, wo ist die Kiste? Die Kiste ist da. Komm, wir rennen dann mal hin, gucken, was in der Kiste ist und dann gehen wir zur Basis noch. Ja, bei den Viechern, da weiß man echt nie, wo die langlaufen. Weil die laufen so komisch hier. Drehen wir um und drehen wir um. So kann man den Weg halt überhaupt nicht vorberechnen. Und sagen, wie okay, er läuft da und dahin und läuft halt genau dahin und dann ist man immer schön hinter ihm oder so. Manchmal dreht er dann halt einem um, dann steht direkt vor ihm. Also schon passiert. So, Kiste. Was haben wir denn in der Kiste? Wir haben in der Kiste zwei normale Pfeile und viermal die ja, 44er Munition für den Revolver. Nehme ich alles mit. Revolver habe ich ja auch. So, dann habe ich jetzt gar nicht das Dropport-Signal benötigt, aber mein Gott, wie viel habe ich denn überhaupt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reicht. Reicht völlig aus. Für die nächsten Folgen. Muss ich also keine neuen kaufen. Ja, freut mich. Hat echt gut geklappt mit dem T-Rex. Hat mal keinen Stress gemacht, das Ding. Wer meine Folgen gesehen hat, der weiß, dass es immer nicht so alles klappt, wie man sich das denkt. Und da haben wir die Basis. Endlich da. Bushwappen Meadows in der Nähe vom Sumpf, wenn ihr da mal hin wollt. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Immer mal wieder T-Rex hier. Und ein Haufenweise Triceratops. So, was haben wir denn da? Wir haben sechs davon. Buckshot, nehmen wir direkt mit. Shotgun brauche ich nicht. Weil die habe ich da schon. Handschuhe brauche ich auch nicht, weil ich habe hier komplett Camo Stufe 5 Ausrüstung drin und wir nehmen auf jeden Fall die zwei Schuss mit. Für die 700er. So, denn da habe ich nämlich nicht mehr so viele von. Die nehmen wir auch mit. 308er Schuss. So, zack. Rest lassen wir drin, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Ein Pärchen Triceratops. Die sind hier irgendwie über der Basis hier laufen. Das ist interessant. Das ist ja andere von dem. Oh, da steht er ja schon. Gar nicht gesehen im Dunkeln. Komm, den nehmen wir noch mit dir. Jawohl. Naja, okay, der Vogel fliegt direkt über mir. Ja, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle eine Folgenpause und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass euch die Folgen gefallen. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet.
Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Jagd auf Dinosaurier mit dem Exhibit.